Die Al-Nuri-Moschee in Mosul liegt in Trümmern. Nach Angaben der irakischen Armee ist der IS für die Sprengung verantwortlich. Die Moschee ist symbolträchtig, weil dort vor gut 3 Jahren der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi das Kalifat der Dschihadisten ausruft. Es ist zudem der einzige öffentliche Auftritt des IS-Anführers. Die IS-Miliz macht dagegen die Luftwaffe der USA für die Zerstörung verantwortlich. Die irakischen Truppen beginnen bereits am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt von Mosul. Als sie weiter vorrücken, sollen sie die zerstörte Moschee vorgefunden haben. Armeevertreter sprechen von einem historischen Verbrechen. Die Moschee ist zuvor aber auch für ihr schiefes Minarett al-Hadba berühmt. Die IS-Miliz erklärt über die Nachrichtenagentur Amaq, die Moschee aus dem 12. Jahrhundert und ihr Minarett seien bei einem Luftangriff der USA in Schutt und Asche gelegt worden. Die Dschihadisten-Miliz ist allerdings für ihre Zerstörungswut bekannt. In den vergangenen Jahren macht der IS eine ganze Reihe archäologischer und religiöser Stätten und Bauwerke im Irak und Syrien dem Erdboden gleich. Darunter auch die zum Weltkulturerbe zählende Oasestadt Palmyra in Syrien. Die Altstadt von Mosul ist der letzte Bezirk, der noch vom IS kontrolliert wird. Von Baghdadi wird angenommen, dass er sich im Grenzgebiet zwischen dem Irak und Syrien versteckt hält.